Am Ziel bin ich äußerst verwundert gsi, auch genauso wie der Paulus bei den Galater, und haben mir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja unerhört. Das ist ja schon bereits fast ein bisschen pervers. Das ist ja das Gegenteil von dem, was man ursprünglich wollte. Ja, von was erzähle ich? Wir sind mit den Jungschälern im Jahr 1978 per Velo, etwa mit 12 Gielen, so sehr ich, die gerade etwa 9. waren oder frisch aus der Schule, auf Assisi geradelt. Wir haben im Tessin angefangen. Und dann sind wir weiter in die Po-Ebene. Am Po entlang, durch die ganze Po-Ebene sind wir gefahren. Unter anderem sind wir nachher über Bologna gekommen, wo die verschiedenen Türme sind, wo ja früher jede adlige Familie die andere übertreffen wollte. Übrigens eben eine Stadt voll wirklich alter italienischer Kunstbauten. Und dort haben wir uns verloren und wieder ein Wunder lang wieder gefunden, nachdem plötzlich die Polizei auf unserem Funk war und wir lang gegenseitig nicht mehr können vernehmen. Und dann sind wir aus dem Bologna rausgekommen und haben auf einmal unser Auto im Ghetto versenkt, in einem Bach. Und schlussendlich haben wir es doch noch wieder raushebeln und damit weiterfahren. Das Auto hat Zelt und Drucksäcke transportiert. Und da sieht man schon, dort ist es uns so, so gegangen, wie wir eigentlich wollen, nämlich Gott erleben, wie der Franz von Assisi, wenn er unterwegs war mit seinen Freunden. Ihr seht, dass wir einen alten Lichtbildervortrag hier zu Hilfe nehmen. Natürlich können wir nicht so filmen, wie wenn ich jetzt Lichtbilder zeigen würde. Das geht wegen dem Licht nicht, darum blenden wir sie einfach einblenden. Trotzdem ist es eine alte Geschichte und immer wieder eine, die mich erinnert und die mich anspricht. Wir sind durch das Italien runtergefahren und haben immer ein bisschen überlegt, ja, wie hat der Franz von Assisi gelebt? Ein bisschen ähnlich wie wir. Er war tags unterwegs, er war auch nachts unterwegs. Wir sehen auch hier Nachtaufnahmen, wo wir so durch Städte gefahren. Er war immer an romantischen Orten zwischen, immer in der freien Natur. Sie hat zwar manchmal ihr unromantisches Gesicht gezeigt. Und so haben wir die Alben am Abend, wenn wir irgendwo einen wilden Lagerplatz haben, auftrieben, noch ein bisschen in die Geschichte von Franz hineingeschaut, für uns vorzubereiten, wenn wir dann in seiner Heimatstadt sind, wenn wir dann wirklich den Geist von Franz von Assisi dort noch vielleicht ein bisschen spüren können, ja, dann wissen wir schon im Vorfeld ein bisschen einiges. Jedenfalls sind wir auch sicher so aufgestanden, wie er ist aufgestanden, nämlich wegen der Hähne haben gekreit oder wenn die Sonne uns hat geweckt. Unser Motto war also ganz wie Franz. Und so haben wir wirklich auch die gefährlichen Seiten des Lebens müssen durchstehen. Einerseits weh in einem Tunnel fast gar von einem Lastwagen überfahren worden, der das Licht nicht angezündet hatte. In dem einen sind wir rausgekommen und haben immer noch gelebt. Das war ein schönes Erlebnis. Und etwa nach 700 Kilometern waren wir sehr, sehr stolz. Vor allem die Jungen waren sehr stolz. Wir haben es geschafft. Wir stehen vor dem Tor von Assisi. Aber wir sind noch nicht rein an diesem Abend. Wir haben gedacht, das tun wir uns für einen neuen Tag vorenthalten. Und dann gehen wir dann nachher am Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen in die heilige Stadt den Geist von Franz erleben. Jetzt kommt also der letzte Morgen von unserer Reise. Wir sehen Assisi, die Stadt auf dem Berg, wunderbar mit diesen grossen Kirchen. Das hat uns allerdings schon ein bisschen befremdet, solche mächtige Klötze, wie es dort hat. Und trotzdem sind wir mit Freude in die Stadt hineingegangen und denkt, jetzt werden wir etwas vom Geist von Franz erleben. Und uns ist es genau gegangen wie Paulus, als er zurückkam zu den Galater, wo er festgestellt hat, hey, das ist gar nicht mehr der gleiche Geist. Da weht ganz ein anderer Geist. Es ist zwar schon noch immer sehr religiös bei diesen Galater, aber das, was ich hier spüre, das ist nicht mehr das, was wir am Anfang hatten. Und tatsächlich, überall, wo man in die Schaufenster hineingeschaut hat, es gewimmelt von Franzen, sättig aus Plastik, sättig aus Holz. Einfach, es war ein riesiger Franzmarkt. Der ganze Franz-Junk, den sie dort verkauft haben, für Touristen oder als heiliges Andenken, hat die Stadt fast gefüllt. Und es hat ihm gedacht, überall wird Geld aus dem armen Franz rausgepresst, ob schon er der Ärmste war zu seiner Zeit. Und nachher ist man noch ein bisschen weitergelaufen durch die Gasse und hat gemerkt, ja, was ist das für eine Hektik, überall so eine Kameras, alle zusammen rennen ein bisschen vorbei, man möchte möglichst alles sehen und möglichst in kurzer Zeit. Und mit der Ruhe von Franz von Assisi ist es komplett vorbei gewesen. Der Franz hat im 13. Jahrhundert gelebt. Was hat er gedacht, wenn er im 20. Jahrhundert in sein Städtchen wäre zurückgekommen? Was hat er gemacht? Ja, wahrscheinlich hat er genau das Gleiche gemacht, was er schon dann zumal gemacht hat, wo er Tücher von seinem Vater hat zu den Fenstern rausgeschossen, dass die armen Leute etwas haben können.
Und am Schluss hat er ja seine ganzen Kleider abgezogen und hat den Leuten nur noch den Nackt hingezeigt und ist so zum Städtli aus und hat ihnen so, wollen sagen, hört, so wie ihr hier denkt, so kann ich nicht mehr leben, so wäre er vielleicht auch jetzt wieder zu diesem Städtli aus. Und wenn wir uns nachher noch vorstellen, genau das Gleiche hat Paulus erlebt, als er zurückgeschaut hat nach Galatien, dann müsste er sagen, etwas ist komplett nicht mehr gleich wie vorher. Das, was wir hier ganz erschrocken und sehr verwundert haben gesehen, das hat Paulus so benannt, ein anderes Evangelium. Klammer, es gibt ja zwar auch kein anderes, das hat er gesagt, aber hier sehen wir ein anderes Evangelium. Etwas, was die Leute so als heilvoll, als wohltuend betrachten, wo sie sogar Geld dafür auslegen und Zeit dafür verwenden, die vielen Plastikfigürli, die Erinnerung an den heiligen Mensch, Menschenverehrung, Markt, den man damit betreiben kann, all das ist so wie ein anderes Evangelium. Ja, irgendetwas erinnert noch das Evangelium, aber es ist plötzlich ganz etwas anderes und sehr verkehrt daraus geworden. Und wahrscheinlich ist die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist die beste, die der Franz selber gegeben hat, wo er eben dem Teil der Christenheit, der so funktioniert, aus solchen Klammern an die Mittel, an die vergänglichen Sachen, hat er einfach den Nackt hingezeigt und ist so aus dem Dorf rausgegangen. Und hat eigentlich wollen sagen, schau, das alles zusammen ist sehr, sehr arm. Ich wünsche euch einen schönen Tag.